gar nicht. Wir müssen hier draußen bleiben. Ich sage gerade, wir müssen leider hier draußen bleiben. Wir kommen gerade aus einem, ich weiß es gar nicht, wir müssen den Peter gleich mal fragen, wie lecker kühl das da war. Ich schätze mal so 18, 16 Grad. Da drin? Ja. 16, ja. Ganz gemütlich, ne? Ihr seht, wo wir sind. Bei der Winzergenossenschaft in Maischoss. Es ist wunderbarstes Wetter im Ahrtal, ne? Hier, die Palmen wehen ein bisschen vom Wind, damit mein Hemdchen auch ein bisschen gelüftet wird, ne? Extra ein Hemdchen jetzt mal angekleidet. Im Hintergrund, der Wein reift quasi unter der prallen Sonne des Ahrtals, ne? So haben die Römer schon gesagt, so lasst der Wein sich wachsen. Gegenüber der Bahnhof, den kennen auch viele Leute. Und vor allen Dingen kennen viele Leute den Eingang in den Weinkeller da hinten. Ne? Da hinten immer schöne Weinfeste gefeiert. Da oben kann man ganz höchst prominent auf der Terrasse sitzen. Das geht auch jetzt schon wieder. Und wie man sieht, da sitzen, der Tom sitzt im Schatten. Und der Peter und der Dieter, die warten eigentlich nur darauf, dass die euch erzählen können, wie das hier so den Winzern im Ahrtal 2 Jahre nach der Flut geht. Ne? Jetzt sind ja teilweise Rebstöcke weggeschwommen, beziehungsweise mussten neu gesetzt werden. Und da haben Weinbaubetriebe, sie kämpfen und das machen sie gut. Ne? Und den Rest kann ich nicht sagen, das müssen die jetzt sagen. Den Rest. Guck mal. Ach, sind wir schon live? Wir sind schon live, yes? Ja. Echt? Ja, komm, dann gib mir mal das Handy. Wir müssen dich eincremen, sehe ich gerade am Handy. Mit Lichtschutzfaktor 50. So, darf ich okay, mal? Okay, du hier heißt heute. Ja, ich übernehme. Vielen Dank, Marius. Und hello, Community. Neben mir steht Peter Kriechel, der ist selber Winzer hier am Ahrtal. Vorsitzender von A-Wein e.V. nennt sich das, cool, ne? Ja. Genau. Peter, wir haben uns vor 1,5 Jahren getroffen, sind in diesen Keller reingegangen. Da würde ich gerne mit euch reingehen, aber leider versagt da der Empfang. So, ja. Deswegen stehen wir hier draußen. Gleich kommt noch der Mirko dazu, der jetzt hier vorne bei unserem Team steht. Mirko Burkhardt ist, du kannst es ja schon mal schnell erzählen. Mirko! Oder er kommt gleich dazu. Ja, ich kann das selber erzählen. Mirko ist hier im Vorstand von der Winzergenossenschaft Maischoss-Altena. Okay, das ist, hat sich auch alles nach der Flut nochmal hier geändert. Komplettes neues Team, genau. Das alte Team nachher konnte einmal nicht weiter, beziehungsweise auch im Alter einmal geschuldet nicht mehr weitermachen. Jetzt ein ganz, ganz junges, neues Führungsteam hier an der Spitze der WG Maischoss. Mirko, komm mal rüber. So, da kommt Mirko Burkhardt dazu. Mirko, wir sind jetzt gerade live bei Facebook über den Kanal vom Marius. Du hast das Ganze hier wann übernommen? Im Oktober 2021. Dann haben wir uns knapp verpasst, glaube ich. Ne? Weil Anfang Oktober war ich ja hier. Mhm. Da warst du noch nicht in Amt und Würden. 1. Oktober. Ah, dann haben wir uns aber, haben wir uns denn da gesehen? Ich überlege gerade. Das weiß ich nicht, weil wir sind ein bisschen zerklüftet. Ne? Wir sind über 3 Standorte verteilt, weil wir an einem Standort nicht genug Platz für alle haben. Hier. Okay, weil tatsächlich meine Tour Anfang Oktober war, goldener Oktober. Ich werde nie den Morgen vergessen, also eigentlich alle 3 Morgen, weil die waren alle 3 arschkalt. Da bin ich bei 2 Grad gestartet. Christian Lindner, mit dem habe ich mich eben am Tunnel Altena getroffen. Der sagte noch, morgens waren es 2 Grad, jetzt sind es irgendwie schon 22 oder vielleicht gleich 32, ich weiß es nicht. Freuen wir uns über das Wetter. Wie gut ist dieses Wetter, dieses Sonnenwetter für die Weinberge hier? Das tut den Trauben natürlich gut. Die haben in den letzten Wochen über die Sonneneinstrahlung einen richtigen Schub gemacht. Und wenn wir jetzt noch das passende Wasser dazu bekommen, ich glaube, dann können wir uns hier alle froh im Tal schätzen. Ja, perfekt. Ja. Also von Peter wissen wir jetzt, ja, Winzer, ja, so, ne? Also da lacht im Moment, das Herz. Vollkommen, ne? Kann gerne so weitergehen, glaube ich, wie wir es bisher hatten. Hatten viele Niederschläge gehabt im Mai, gerade Anfang Mai, nochmal 120 Liter gehabt. Jetzt immer mal so jede Woche ein bisschen was in der letzten Zeit. Also daher, das sieht fantastisch aus. Also ihr dürft euch auf ein ganz, ganz tolles Weinjahr freuen. Ja. Und tolle Weine. Ich weiß nicht, ob man das, ich schwenke einfach mal. Boah, hier ist so viel Licht, ich muss mal gucken, wo das, hier unten ist der Knopf. Da geht's ja rauf in die Weinberge, Peter, ich zeige jetzt mal für unsere Leute mit dem Finger drauf, da kann man nur von Hand pflücken, ne? Oder wie war das? Ne? Ja. Oder da ist ja das, was man da so sieht, diese Leitung, was ist das? Das ist eine Monoradbahn, bedeutet, wir können da mit so einer Art, so einer Art Seilbahn hochfahren, in einer Art und Weise, um dort die Trauben zu lesen. Und ist wirklich so was ganz, ganz Spezielles. Gerade die linke Seite, die war die letzten Jahre noch gar nicht zugänglich, auch die Bahn nicht.
Da ist man von der anderen A-Seite über die A übergesiedelt, so bergsteigermäßig, um da die Trauben zu lesen. Also das ist schon hochalpin. Also und jetzt kommt der Kameramann und fragt, weil das ist ja mein Lebenstraum. Ne? Ich glaube, jeder von euch hat sich doch schon mal gewünscht, mit so einem Maschinchen mal mitzufahren, oder? So, jetzt ist die Frage, wann ich wiederkommen muss. Ne? Kann ich dir gerne Bescheid sagen? Und wen muss ich alles mitbringen, um euch zu helfen? Das ist ja noch die andere Frage. Braucht ihr eigentlich bei der Weinlese noch Hilfe? Grundsätzlich immer wieder, ne? Immer wieder gerne, natürlich. Ne? Also hier sind wir tatsächlich, die wird dieses Jahr das erste Mal wieder laufen. Wie der Peter sagte, da haben wir 2 Jahre lang jetzt mit der Höhenrettung der Feuerwehr Frankenthal, die haben ein Dreibein oben aufgestellt, eine Leitung gezogen von über 100 Metern und haben die dann mit so einer Menschenrettungstrage, haben die Trauben gerettet sozusagen. Ne? Da wurden immer 3-4 Büttchen, also wir waren es tatsächlich schon mal im Schwiegerpapa der Weinberg. Und da haben wir, also 2 Stunden waren wir fertig, da haben die Trauben noch runtergeborgen und ja, die ein oder andere Bütte ist dann auch schon mal in der Adler gelandet. Aber dieses Jahr wieder frisch von vorn, ja. Es ist immer wieder spannend, damit mit der Monorackbahn hochzufahren. Ich habe es einmal gemacht persönlich und ich bin jemand, der hat gerne Mutterboden unter den Füßen. Okay. Und das hat mir dann gereicht. Ich bin dann freiwillig zu Fuß hochgegangen. Wahnsinn. Ich habe es Peter eben schon für unser Fernsehinterview gefragt. Ich frage es jetzt euch auch nochmal. 1,5 Jahre, ja, das ist eine beliebte Motorradregion. Ne? Da muss man, glaube ich, die Frage nochmal wiederholen. 1,5 Jahre nach meiner ersten Tour hat sich hier wahnsinnig viel getan. Am Tunnel Altena, ich habe die Bilder noch vor Augen, wie es da vorher ausgesehen hat. Jetzt ist es tatsächlich wieder eine Straße. Wie ist es für euch aus Winzersicht? Also wie zufrieden seid ihr mit der Entwicklung der letzten 18 Monate? Oder eigentlich muss man ja sagen, ich korrigiere nochmal, der letzten 24 Monate, weil in ein paar Tagen jetzt sich die Katastrophe zum zweiten Mal. Das ist so. Ja. Am Ende ist es ein bisschen Licht und Schatten. Es ist natürlich, wie ich gerade sagte, es sind so Dinge, die jetzt wieder funktionieren, nach 2 Jahren dann irgendwann wieder. Aber es sind auch viele, viele Dinge, die noch nicht so funktionieren und zusammenpassen. Gerade aus vermarktungstechnischer Sicht, denke ich, ist das Problem, was der Peter eben schon erwähnt hat, Infrastruktur, Fahrradweg, Bahn, ne, also das Ganze drumherum irgendwo hier an der Straße entlang ist natürlich noch schwierig. Ich glaube, aus Bearbeitungssicht für die Weinberge sind wir wieder auf dem Stand, wie auch vorher gewesen ist. Also da haben wir jetzt, glaube ich, kaum Einschränkungen. Kann ich auch dem Mirko definitiv beipflichten. Ich glaube, alles, was draußen im Weinberg funktioniert, das kriegen wir wieder schon so hin wie vorher. Auch im Keller. Die da Keller sind ja auch, Entschuldigung, Peter, aber da waren es ja, hat es mir damals gesagt, die unteren Flächen. Ja. Ne? Also wie viel Prozent waren das? Ja, also wir haben insgesamt nach der Flut 10% der Anbaufläche der A verloren. Und was ja viele nicht wissen, ist, wie lange der Wiederaufbau der Rebflächen dauert. Das ist in der Tat das, was noch dauert. Ne? Das war eben auch mal kurz ein Thema gewesen, die Zeitspanne halt. Wir haben alles gedacht, es ging viel, viel schneller. Nicht nur der Wiederaufbau an Gebäuden und Infrastruktur, sondern auch natürlich draußen im Weinberg. Aber man muss halt wissen, wir haben jetzt in diesem Jahr, wir für uns, die letzten Weinberge gepflanzt gehabt, die wir wieder neu anpflanzen dürfen. Und da kriegen wir den ersten Ertrag so richtig in 4 Jahren raus. Ne? Das muss ich mir halt vorstellen. Wenn man jetzt 10% nimmt und beispielsweise wir sind 5 Jahre danach, dann sind das 50% einer kompletten Jahresproduktion des Anbaugebietes, die fehlen. Ja, und die fehlen nicht nur monetär als Geld, sondern auch, ich sag's immer so, das ist kaum messbar. Jede Flasche ist im besten Fall ja auch ein Werbeträger für dich, ne? Und vermehrt sich. Apropos fehlen, Mirko, was auch fehlt dem Tal, sind die Menschen, die Touristen, die hinkommen. Wir sind hier auf einer sehr beliebten Straße, die früher wie eine Durchgangsstraße war für Motorradfahrer, für Radtouristen. Es zieht jetzt, auch seitdem man die Straße wieder komplett fahren kann, wieder an. Wie würdest du es beschreiben, so mit all der Erfahrung, die du hast? Wie würdest du den Tourismus hier beschreiben? Der Tourismus hat sich dahingehend verändert, dass er sich, das, was ich erblicke, aufs Wochenende konzentriert. Also was hier so ein bisschen fehlt, sind die Touristen, die eine Woche, die 14 Tage bleiben und das Ganze hier genießen. Und war das vorher so, also dass man längere Zeit im Ahrtal war? Ja, das ist so. Also wir merken das ja gerade hier auch in unseren Verkäufen, in den Vinotheken, die wir haben. Also Samstag, Sonntag, da brummt das hier die Woche unter, ist es relativ mau. Und ich glaube, es sind viele Leute, die wollen mal kurz gucken und viele Leute, die haben vielleicht auch noch Hemmnisse, hier hinzukommen, was wir gar nicht haben brauchen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ganz wichtiger Punkt übrigens, ne? Weil die Leute denken, ja, das Ahrtal, was war da so schlimm getroffen? Ja, wir müssen die Menschen jetzt mal in Ruhe lassen. Kann man da hin? Die sind doch alle traumatisiert. Ihr lebt hier, ihr sprecht mit den Menschen hier. Gibt es mal wieder für all die jetzt zuschauen und sagen, oder es auch natürlich weitergeben sollen dann. Wie wichtig ist das, hier hinzukommen, mit den Menschen in Kontakt zu treten,
mit denen zu reden. Am Ende ist das für uns überlebenswichtig und da tut sich auch keiner irgendwie, braucht sich keiner Gedanken machen von euch, dass es da irgendwie für uns unangenehm ist. Wir leben von und mit euch Gästen hier im Tal und wir brauchen euch hier. Ne? Und das ist ganz, ganz essentiell für uns, dass ihr Gäste zu uns ins Tal kommt, uns besucht, es genießt, hier unsere Weine trinkt und kauft und mit nach Hause nimmt und einfach die Seele baumeln lasst, weil das kann man hier wieder tun, durchaus. Ne? Also es ist nicht so, wie es manchmal dargestellt wird, muss ich sagen, das ist dann von den Medien manchmal auch tatsächlich ein bisschen schwierig dargestellt, als wären wir hier noch irgendwie in einem Kriegsgebiet. Aber hier ist es schön, hier kann man viel machen, hier kann man wandern und wie gesagt, kulinarisch kriegt man wieder einiges geboten. Mhm. Nicht in der Fülle, wie es vor der Flut war, aber durchaus lohnenswert, hier hinzukommen. Apropos Wandern, ich meine, ich mache ja heute eine Radtour, kann sagen, da hat sich einiges getan. Also ich habe gestern schon erwähnt, die Strecke zwischen Fuchshof und Schull, die ist schwierig. Ja, auch hier wissen wir, also die Strecke von Altena bis, ich glaube, Waldbostrand, genau, ist auch schwierig für Radfahrer. Man darf zwar die Bundesstraße vorübergehend fahren, aber da ist noch sicherlich viel zu erledigen. Aber Wandern, der Rotwein-Wanderweg, gerade im Herbst, eine Riesensache, ne, wenn sich die Blätter so schön verfärben, aber wir sind jetzt mitten im Hochsommer, kann man den da eigentlich auch laufen? Auch dann durchaus. Ne? Also absolut, also dahingehend, auch da mag ich euch mal einladen, kommt vorbei. Gerade der Rotwein-Wanderweg, der ist gar nicht betroffen gewesen, der liegt ja oben im Berg drin, da war auch kein Wasser gewesen. Das ist wirklich dahingehend, dass das alles sehr, sehr gut funktioniert. Das Gleiche ist auch schon viel, viel geplant. Und das ist, glaube ich, das auch nochmal auf die Frage vorweg. Events. Ja. Es findet alles wieder statt. Es finden die ganzen Weinfeste wieder statt. Ahrtal-Tourismus, da kann man sich erkundigen. Komplett. Also daher, ab Mitte August habt ihr jedes Wochenende ein Weinfest hier im Ahrtal, wo gefeiert ist, wo auch die Lebensfreude und das Leben gefeiert wird. Und nicht nur in den Dörfern, sondern auch auf dem Wanderweg. Genau. Also da sind Stationen, da könnt ihr von Besäufnis zu Besäufnis laufen. Woher weißt du das? Weinprobe. Woher weißt du das? Weil ich so gerne Proben mache. Ja. Ja, also daher immer auch, nur so Schlückchen. Ab Ende September auch unter anderem wird es wieder den Weinherbst geben. Also dann sind die Weinstände draußen in den Weinbergen. Ja. Gerade um Dernau rum bis hier hin nach Maischoss und Altenach sind dann die Weinstände im Weinberg selber drin und ihr könnt wandern und genießen. Dann lass uns mal ganz konkret werden, weil ich glaube, das mit dem Rotwein-Wanderweg ist eine super Sache, wo man die Region sehr gut unterstützen kann, weil man kann das ja sehr individuell gestalten, also von bis. Als Tagestourist oder man kann es auch aussehen. Erzählt mal so ein bisschen, weil für alle, die jetzt interessiert sind, wie gehe ich das an? Was erwartet mich da? Gibt es da oben Stände, Übernachtungsmöglichkeiten? Komme ich für einen Tag? Komme ich für mehrere Tage? Ich hätte jetzt 1000 Fragen. Ja, vielleicht fange ich mal an. Ich glaube natürlich, die meisten Übernachtungsmöglichkeiten gibt es zurzeit noch in der Kreisstadt. Also in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ich glaube, das so als zentrale Anlaufstelle für Übernachtungen wäre perfekt. Schaut da einfach www.ahrtal.de, das ist der Ahrtal Tourismus, da werdet ihr Unterkünfte finden und definitiv auch, wenn man auf dem Marktplatz sitzt in Ahrweiler, vielleicht kommst du gleich noch hin, da ist wie vorher. Also ist wirklich schön, die Blumen sind wieder am Blühen und die Restaurants haben geöffnet. Also und daher, der Schienenersatzverkehr läuft gut, ne? Genau, Schienenersatzverkehr, dann weiter, also ihr könnt mit dem Zug bis nach Walpertsheim fahren. Und von da mit dem Schienenersatzverkehr auch weiter das Tal hoch, dann bis Maischoss. Natürlich, die landschaftsschönste Seite ist dann, wenn man startet von Ahrweiler aus, bis hier Richtung Altenahr weiter durchgehen. Ich glaube, das ist das Highlight, was man machen sollte, sehen sollte. Und Stände, wie gesagt, ab. Wir starten auch mit unserem eigenen Stand im Weinberg am 1. Septemberwochenende. Also das so komplett September, Oktober eigentlich. Aber das ist jetzt ein wichtiger Punkt, weil wenn man jetzt sagt, so man kommt jetzt hier hin, ich laufe dann den Rotwein-Wanderweg und starte beispielsweise wo? Was ist ein guter Einstieg? Ja, wenn du mit dem Zug kommst, würde ich starten, Bahnhaltestelle, Arbeitermarkt. Okay, und dann gehe ich rein in den Weinberg und wenn du sagst Stände, dann findet da oben irgendwo ein Weinberg, dann steht ihr absolut. Dann da und genau. Dann heißt es, hey, bleib doch mal stehen und probier doch mal den Spätburgunder. So sieht das aus. Ich habe keine Ahnung von Wein, aber so. Man kann sich da hast du mal gehört. Weine genießen. Hier und da gibt es auch ein bisschen was zu essen dabei. Das sind dann die organisierten Geschichten, die dann wieder im Herbst ab September laufen. Oder auch ansonsten hast du ja auch die eine oder andere Gastronomie, die in Nähe zum Rotwein-Wanderweg liegt. Mhm. Ob es dann irgendwie Altenwegshof oben ist, ob es hier in Maischoss der Michaelishof ist. Ja. Also es sind immer wieder auch Pop-ups, die dann da irgendwie an der Remitage oben in Dernau sind. Es gibt immer wieder was zu sehen. Mhm. Und ich sag mal, auf deine Frage nochmal so ein bisschen zurück.
zurückzuschwenken, ob ich jetzt hier eine Woche bin und teile mir den Rotweinwanderweg auf Etappen ein oder genau. Sage ich, laufe an einem Tag, ne? Das ist ja ganz individuell auch im Wetter, ne? Wenn es heiß ist, dann mache ich halt ein paar kleine Stationen. Dann machen wir den Arschsteig. Ne? Haben noch gar keiner drüber geredet. Ne? Und ja. Hier schräg gegenüber darf man ja auch wieder mit dem Wohnmobil stehen. Ne? Also das darf man nicht vergessen, nicht nur bei der Anni kann gecampt werden, sondern hier schräg gegenüber am Bahnhof war ja früher auch, stand früher 600 Wohnmobile am Wochentag. Ne? Und ihr könnt euch hier beschlabbern mit dem Weinchen und direkt rüber ins Bett fallen. Dann. Peter hat gerade den Arschsteig angesprochen. Genau. Also daher, wir haben ja natürlich beide Seiten des Tales. Es gibt ja nicht nur eine Seite. Einmal ist die Sonnenseite, das ist der Rotweinwanderweg, ne, wo dann auch die Stände sind. Aber du hast natürlich für so heiße Tage perfekt den Arschsteig auf der anderen Seite, sozusagen auf der Nordseite. Da. Ja, genau. Also, und der ist auch wieder zugänglich. Ich muss eben schwenken. Der geht dann nachher sogar hier über die Ruine um. Drüber? Hinten ran? Oder so, dass du da. Wo den fängt der an? Also wo? Ja, von der Quelle an. Auch also in Blankenheim. Sozusagen kannst du starten in, ich glaube, das sind nachher 6 Etappen an sich oder 7. Und das kannst du gut in 3-4 Tagen, kannst du das ganz gut abwandern. Und ist absolutes Highlight, wo noch gar nicht so viel darüber berichtet wurde. Und der ist gangbar wieder, im wahrsten Sinne des Wortes. Hast zwischendurch mal eine Umleitung in dem Bereich Dernau-Walpertsheim. Und ansonsten... Da mache ich jetzt mal einen Tourenvorschlag. Ja, also, liebe Leute, man könnte beispielsweise in Blankenheim starten und geht den Arschsteig so an gemütlichen 3-4 Tagen entlang und ist dann am Ende wo? In Sinzig. In Sinzig. Ja, vielleicht muss man nicht, oder geht man so weit? Weil man die Idee war, dass man dann wieder zurückkommt, vielleicht nur bis Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ja. Bleibt dann da 1-2 Tage, um mal zu gucken, was ist in der Stadt los, sich mal selbst ein Bild machen, um dann auf der anderen Seite, der Sonnenseite, so, wie Peter gerade gesagt hat, wieder den Rotweinwanderweg zurückgehen, aber immer nur so kleine Schlückchen. Ne? Weißt du, ihr müsst ja auch... Kleine Schlückchen gehen, ne? Kleine Schlückchen gehen, ihr müsst ja auch ankommen. So, und dann ist man, hat man eine wunderschöne Woche rum, ne? So sieht das aus. Und die Region unterstützen. Ganz genau. Denn das ist das, was die Menschen hier brauchen. Also natürlich, ihr seid alle selbstständig, ihr habt ja eure Unternehmen, die müssen laufen. Ja. Aber ganz wichtig ist auch, glaube ich... Dieser Zuspruch, ja, das, was ihr am Anfang alle hattet, diese ehrenamtliche Hilfe von außen, diese abertausende Menschen, vollkommen. Alles super. Und jetzt ist natürlich das meiste hier getan. Jetzt brauchen wir wieder die normalen Touristen. Ne? Genau. Wieder ein bisschen zurück in die Normalität an der Stelle. Ne? Wenn auch noch nicht alles normal ist, aber ich sag mal, das Thema Tourismus. We are open. Genau. Ja, wir sind da. Wir sind da und warten. So, wir werden euch jetzt auch unterstützen, ja. Weil der Marius hat ja einen riesen Bus, ne? Die knallen wir jetzt voll mit Wein. Ne, muss ja bis morgen reichen. Ja, damit ich habe die Tabletten zu Hause. Dann, guck mal. Damit die Säure sich im Magen. Da sitzt der Jimmy, unser Fahrer, der hat sich schon eingedeckt. Du sollst aber nur kaufen, noch nicht trinken, Junge. Ne? Ja. Ja. Ja, wir machen ein Schölchen draus. Ne? Aber ich warne schon mal vor. Don't ne? drink drive. Ne? Wenn du die Flasche Wein leer getrunken hast als Schorle, ne, dann ist da trotzdem noch eine Flasche Wein gewesen. Ja. Man muss immer rechnen zwischendurch. Ne? Ja. Du alter Mathematiker, geht nur flotter und man merkt es nicht so, knallt halt nicht so. Ne? Apropos knallt, der Planet knallt ganz gut. Ne? Ja, absolut, absolut. Ja, wir müssen auch gleich weiter knallen. Weil wir fahren jetzt nach Walpertsheim. Kleine Ankündigung, wir treffen dort unter anderem die Edith. Ne? Da haben wir gesagt, wenn wir schon da sind, sagen wir einmal kurz bei Edith hallo. Bei der ist es am Häuschen auch schon richtig fein geworden, gucken wir uns gleich an. Und dann treffen wir am alten Standort vom Baustoffzelt die, ja, zwei der bekanntesten Helfer, nämlich den Willi und den... Kommt der Dritte auch noch? Der Dritte kommt heimlich auch noch dazu. Kütte Lange der auch noch. Auch, der ja. Lange Kütte auch. Der Schott, der also, Tobi. Der Tobi, der Willi ach, und der Wippi. Ja, alles mit I. So, Freunde, freut euch drauf. Was wollte ich sagen? Eincremen, ne? Mhm. Macht das, definitiv. Ja. Und Helm auf, ne? Helm auf. Gestern hatte ich den Helm fast vergessen, aber die Radwerkstatt in Blankenheim hat mir geholfen. Und da habe ich tatsächlich erfahren... Die Werkstatt ist, das ist übrigens vielleicht auch ein Tipp nochmal für euch, die Werkstatt ist direkt über der A-Quelle. Also wir waren an der A-Quelle von außen und als wir eigentlich nur, weil ich einen Helm vergessen hatte. Drin warst du was drüber. Und da sagt er so, und übrigens, wenn er hier bei mir den Keller nach unten geht, seid ihr direkt an der Quelle. Ja. Also haben wir wieder was gelernt. Blankenheim ist übrigens auch eine schöne Ecke. Hat uns trotzdem durch die Umleitung geschickt, ne? Also. Ja, das ist, ja, in Blankenheim wird gerade gebaut. Irgend so ein, so, und... ich habe aber gestern eine Abkürzung gefunden, erzähle ich dir gleich. Okay. So, Leute. Ja. Ja. Mirko Buckert, erstmal vielen Dank und Peter Griechel, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ja, wir werden weiter durchs Tal radeln, werden kräftig Werbung machen, dass es hier aufwärts geht und dass ihr die Unterstützung von außen braucht. Und ich hoffe, dass ihr diese Werbung teilt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja?
Und wir haben euch ja gerade ein paar Vorschläge gemacht, den Arschsteig und den Rotweinwanderweg. Man muss nicht nach Malle oder nach Ibiza fliegen. Man kann auch hier Spaß haben. Ja, was heißt Spaß haben? Ja, eine schöne Zeit vorbei. Vielleicht auch Spaß hier haben. Hier ist es genauso warm. Ne? Hier kriegst du viel bessere Getränke. Die kommen auch noch schneller, weil die Terrasse nicht so überfüllt ist. Und außerdem kostet Bier nicht 9 Euro oder was. Ne? Also, ja, hier Wein es gibt trinkst. So viele. Wir reden so zwei Stunden über Wein. Und was sagt der Kameramann? Und ein Bier kostet 9 Euro. Nee, keine. Keine 9 Euro. Ja, aber wir sind in der Weinregion. Ja, ihr müsst aber ein Zwischenbier. Ach so. Ah. Nicht ein Zwischenwasser. Du weißt doch auch, was das Beste an einer Weinprobe ist. Ne? Das Bier danach. Ach so, ich dachte, das Kölsch nicht durch. Sagen die Winzer dazu, ja. Ihr könnt schon meinen, wir haben schon einen in der Rübe. Ne? Nee, haben wir nicht. Wir haben die roten Köpfe nicht, weil wir schon einen gezwitzt. Ja, ist ja immer die Frage, ob der Winzer am Ende noch dann Rotwein trinkt, ne? Oder ob der zu viel davon hat. So, kommen wir ein bisschen weiter. Ja. Ja? Macht's gut, ihr Lieben. Feuer frei. Ich danke euch. Danke und, euch. Und wir zeigen euch nochmal mit den Weinbergsbildern des Tages eine schöne Aussicht und wir wünschen euch alles Gute.